Und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Immortals Phoenix Rising. Ich habe keine Ahnung, was wir machen müssen. Ich habe das letzte Mal so viel gespielt, dass ich über eine Woche jetzt halt mich mit anderen Sachen beschäftigt habe. Und ja, dann kam auch Cyberpunk und keine Ahnung. Und man hat ja nebenbei auch noch Assassin's Creed laufen und Yakuza. Und ich habe halt echt keinen Plan mehr, was abgeht, ey. Und ich mache das gleiche wie jedes fucking Mal, Alter. Ich hasse dieses Ding, ey. Und ich werde noch weiter drüber jammern. Fuck. Ist es scheinbar egal, zu wem ich gehe? Region von Hephaistos Statue aus. Ares. Irgendwie interessiert mich die Athena am meisten. Warte mal, ich kann zum Archiv porten? Und zur Hölle war ich im Archiv? Ja, Sabalot. Wollte ich auch irgendwas upgraden? Ich hätte meine Waffe wahrscheinlich upgraden können, ne? Ah, das Archiv. Wusstest du, dass sie eine rigorose Vorgehensweise haben, um die Echtheit eingereichter Dokumente zu überprüfen? Wenn du meinen Lebenswillen auslöschen willst, es funktioniert. Ja, aber ich weiß gar nicht, wann war ich hier? War ich hier jemals? Ich kenne auf jeden Fall wieder ein paar. Ignoriere mich einfach. Ich fliege hier nur durch die Gegend. Aha. Mach ruhig weiter. Ich muss woanders hin. Scheiße. Was ist jetzt? Alter, ich bin hier. Ich bin hier erst angekommen. Wollt ihr mich verarschen? Ich wollte hier nur durchlaufen. Und dann kommen die aus allen fucking Richtungen und wollen mir den Arsch aufreißen. Alter! Warte mal, wie ging das mit dem Werfen nochmal? Ich habe keinen Stein mehr. Alter! Scheiße, was ist denn das da unten? Ist das eine. Fuck, ist das eine Chimäre? Ja, mach das ruhig. Ich geh mal zu der Statue da oben, weil ich wissen will, wie die Athena ausschaut. Weil sie ist ja, glaube ich, die einzige, die wo eine menschliche Gestalt behalten hat, ne? Alter Schwede, ihr seid doch behindert. Voll, wo kamen denn die alle her? Holy moly. Uiuiuiui. Warte mal, kam ich eigentlich von da hin? Nein, ich kam von da hin. Hey, warte mal, ist das die Hydra? Ja, ich warte immer noch darauf, dass wir die verdammt fucking Hydra sehen. Und wie habe ich jetzt hier das gefunden? Ich meine, ich habe sie ja auf irgendeinem verdammten Bild gesehen, deswegen dachte ich, die kommt bei der Aphrodite. Aber das war dann die dämliche Hab hier. Oh, da ist die Lyra. Ich denke mal schnell als Schnellreise aktivieren. Athena, sie hütet die Stadt und liebt wie Ares den Schlachtruf. Jene, die in den Krieg ziehen und heimkehren, wird sie gar retten. Göttin, erfülle mit Glück unser Schicksal. Mein Eulchen! Das war alles? Okay, so ging das. Aufladen. Okay. Mein Eulchen. Hey, Eulen sind aber auch einfach coole Vögel. Ah, shit, Alter, ist das euer Scheiß Ernst? Es sind doch noch mehr von diesen Spasten. Gib mir mal das. Ich brauche was zum Schmeißen. Hallo? Ach so. Ja, genau, ey. Alter. Ja.
So, jetzt kann ich mich mal beschäftigen. Der Große ist weg. Und greif mich an, Penner. Hey, der... Ja, jetzt hast du einen Scheiß. Puh. Auf jeden Fall schaffbar. Eieiei. Scheiße, die Statue ist größer als vor weitem ausgeschaut hat. Und ich soll öfter mal meinen Phosphor einsetzen und ich bin voll am Arsch, Mann. Lalalalalalala. Kann man das eigentlich umschalten? Ich könnte klettern, aber warum denn auch? Ah, ich will dahin. Ich meine, ich könnte wahrscheinlich schon dahin, aber es wird keinen Sinn machen. Was ist denn hier schon wieder los? 4 Münzen. Phoenix entdeckte eine geheimnisvolle Tür. Doch sie wusste nicht, wie man sie öffnet. Einfach einen Götterkick. Sterbliche können das nicht, oh Zeus. Ach, Sterbliche sind echt das Letzte. Es ist so ein scheiß Spasti, Alter. Genau das ist es, warum ich das Spiel so mag, ey. Das sind so schlechte Witze, aber es ist einfach geil. Einfach ein Götterkick. Sterbliche können das nicht. Ach, die sind das Letzte. Ah. Ich sehe nichts mehr. Phosphor, mach mal deine Arbeit hier. Boah. Du Kleiner. Die ziehen mir zu viel ab und ich sehe nichts. Warte mal, ich kann den gar nicht treffen, wenn er den Rush macht. So, jetzt hast du einen Scheiß, Penner. Ja, dachte ich. Ja. Uiuiuiui. Kleiner Penner, ey. Okay, ich kann hier Tränke brauen, dann ist eh scheißegal. Wir müssen unsere Verteidigung erhöhen, ey, weil die ziehen echt viel zu viel ab, Mann. Maximal herstellen. What? Ich hab nicht mal genug, um das alles herzustellen. Ist das euer scheiß Ernst? Ich hab doch so viel von dem Mist gesammelt. Wow. Wir müssen echt unser Zeug upgraden. Ha. Jetzt soll ich wieder solche dämlichen Bäumchen schütteln gehen. Weißt du, dass die lauter Gras an den Füßen hat? Die braucht ein Makeover. Oh oh.
Puh. Bloß die Frage, komme ich jetzt da weiter, ohne... Ah, an dem Hintern. Oh, weise Athena. Atemberaubende Göttin. Es macht dir doch nichts aus, dass ich auf deiner Aigis herumklettere? Athenas schildartige Aigis stand für ihre überlegenen strategischen Fähigkeiten. Das ist meine Aigis, weißt du? Also steht sie auch für Athenas Liebe zu ihrem Papa Zeus. Wenn du es sagst. Ah. Was ist denn der Aigis, Mann? Ich hab mich vor dem Gras verarschen lassen. Ich dachte eigentlich, das geht da weiter, aber stattdessen... Du? Oh, shit. Was soll der Käse? Athenas Geschick inspirierte die Griechen zu wunderschönen Gewändern und Teppichen. Was ist das da hinten? Warum nicht dazu einen Aufzug zu erfinden? Und die Höhle des Cerberus. Warte mal, sind die ganzen Titanen da und vereist? Ich dachte, die hat er eingesperrt. Ah, deine Eule ist mir eine Ehre. Phönix wusste, dass die Eule für die Weisheit der Athena stand. Und diese Weisheit teilte sie oft mit sterblichen Helden. Mich nenn das Weisheitsverschwendung. Weisheitsverschwendung waren ja die Helden, die wohl extra noch gerufen haben, damit sie... Ist das ein hässlicher Hut, weißt du das? Hä? Ah, da oben ist es. Dieses Land ist durchtränkt von Athenas Weisheit. Voller Tempel, die ihrem Geschick und ihrem Urteilsvermögen gewidmet sind. Uralter Mysterien. Und zahllosen Gefahren. Nicht übel. Wie hoch sind die Mieten hier so? Göttin der Weisheit. Phönix erblickte ein prachtvolles Gebäude. Das Archiv. Ein Ort, um Strategien und Heldentaten vergangenen Ruhmes zu studieren. Ah, dann ist Athena bestimmt dort. Sie hat meinen taktischen Verstand. Aber du hast alle deine Kinder gleich lieb, versteht sich. Ha, der war gut. Ah. Scheiße, also kennt man nicht mal mehr, wie jetzt der Unterschied ist. Okay, schon. Wow, das Archiv war das erste, was bei mir aufgedeckt war und ist gleichzeitig dann auch das, wo sie rumgammelt. Da. Das war's. Oder ist so als Herausforderung? Die dürften eigentlich kein Problem mehr sein. Alter, was zur Hölle? Lalalalalalalalala. Machen wir es wieder so. Achso, ich komme da gar nicht rüber, ne? Was soll das denn das? Geisterversteck, oh! Da
Das könnte funny werden. Oh Mann. Machen wir Ambrosia. Tartaros Versteck. Hä? Da ist seine Kinder gleich lieber, der war gut. Da ist ein Fresko. Warte, da. Da glänzt was. Sind wir eigentlich hier noch in... Keine Ahnung. Was war das? Da drin? Das da nichts, das stört mich. Da ist noch so ein Ding. Da hat was geleuchtet. Da hat was geleuchtet. Hä? Hallo? Auf mir habe ich jetzt keinen Bock. Ah, fuck you. Da mir eh zu Lyra, zu... Alter, shit. Das ist zu viel Käse. Und dabei haben wir das da hinten noch nicht mal irgendwas gefunden. Und da oben auch nicht. Weil wir schon nicht so weit weg sind. Wir müssen zurück, wir müssen uns upgraden. Definitiv. Wir müssen die Verteidigung erhöhen und unseren, der Schaden geht. Aber vor allem Verteidigung ist halt übel. So ein großer zieht die halt einen so einen verdammten Balken ab. Da. Boah, ich habe halt nur 4000, ne? 2, 3 und 6 für... Warum habe ich nur so viel? Von dem da? Aus epischen Truhen und lila Scherbenklumpen. Du hältst sie, wenn du gewöhnliche Gegner besiegst, oder aus Truhen blaue Scherbenklumpen? Manchmal besser, du hältst sie, wenn du einzigartige Gegner bist, aus roten Scherbenklumpen. Mehr von Apollos Trank, Kapazität deiner Tranktaschen erhöht, so wie der, mehr von Apollos Pfeilen tragen. Du hältst sie aus trunen gelben Scherbenklumpen. Wow, das ist ja Käse. Und hier kann ich nichts upgraden, weil mir 20 fehlen. Ihr verarscht mich gerade. Aber wir haben doch die Schadensmünzen, ne? Was kommt man da nochmal alles ziehen? Oh, wir haben nur noch 6 Stück. Phosphor. Zeug bei jedem Treffer einen Schock, das Ziel umrichtet 150 Schaden und uns 112 Betäubung. Ah, das kostet 8. Okay, das ist das nächste, was wir holen. Blitze brauchen wir nicht. Okay. Es war komplett umsonst, da hinzugehen. Wie soll es auch anders sein? Dann, wo, aus was nochmal? Aus epischen Truhen, ne? Ich muss mal schauen, wie viel da mal rauskriegt. Wir holen uns jetzt mal so eine Truhe. Aber Alter, wir bräuchten... Was war das jetzt? 600 oder 400? Oder waren es so 200? Scheiße. Schon wieder vergessen. Hein des Kleos? Achso, so heißt ihr ganzes Ding. Warte mal, da drüben glitzert auch was. Achso, haben wir schon. Kiste Hammer, die Kiste Hammer, da ist eine Schnelligkeitsherausforderung, da ist die Lyra, da lang. Alter, das ist so viel Zeug hier, ne? Achso, ich will gleich vorwarnen, ich habe in nächster Zeit ein bisschen weniger Zeit. Das heißt, es könnte sein, dass die Folgen mal ein bisschen kürzer sind als normal. Was heißt kürzer? Richtung 20-25 anstatt wie üblich jetzt 30 bis 36 Minuten. Also, könnt so hinkommen. Ich meine, das Spiel macht mir Spaß und ich spiele es auch gerne, aber ich habe natürlich auch andere Spiele. Aber nur so zur Vorwarnung ein bisschen, ne? Also, wird schon wieder mehr.
Ah, shit. Geisterzone. What the fuck, was ist denn das jetzt? Ah, oh, scheiße, das ist die Athena wieder. Die. Warum denn? Ich geh mal weg hier, ich hab keinen Bock auf dich. Ich wollte hier eigentlich was anderes machen. Geisterzone kannst du dir sonst wohin schieben. Folgt die mir eigentlich? Scheiße, muss ich die besiegen? Also die Dinger folgen mir auf jeden Fall, so wie es ausschaut. Blaue Harpien. Ah, shit, das schaut alles so aus, wie wenn ich die besiegen müsste. Nimm doch das mal. Ja, was soll denn der Käse jetzt? Ich hab keinen Bock drauf. Ah, scheiße, die Truhe ist unter mir. Kletter doch hoch! Oh, du bist auch mit. Zack, zack. Hier, schnapp ihn dir. Oder schnapp sie dir. Sehr gut. Mehr wollen wir noch gar nicht. Oh. Das war jetzt ein Zufall. Ah, scheiße, hier ist ein Rätsel, oder? Ah, fuck. Ich hatte jetzt gar keinen Bock auf das Rätsel. Ich wollte nur eine Truhe aufmachen, um zu sehen, wie viele von den dämlichen Punkten ich kriege. Weil das hat mich eigentlich irgendwie nie interessiert. Das hört nicht auf, bis ich die alte gekillt habe, kann das sein? Phoenix hatte Typhons Zorn überstanden. Vorerst. Hä? Okay, er hört scheinbar irgendwann auf. Aber ich weiß noch nicht, immer noch nicht, was abgeht.